Hallo und guten Tag. Ich habe im Wald euch ein Blümchen gezeigt. Könnt ihr euch erinnern, wie das heißt? Das war ein Buschwindröschen. Jetzt habe ich gedacht, ihr könntet zu Hause zumindest ein Blümchen basteln, was so ähnlich aussieht wie ein Buschwindröschen. Dazu habe ich hier so eine Vorlage. Die schicke ich euch per Mail an die Adresse eurer Eltern. Da könnt ihr die ausdrucken. Wer die nicht ausdrucken kann, dem lege ich Kopien von diesem Blatt im Kindergarten vor der Tür in eine Kiste. Und zu den Öffnungszeiten vom Kindergarten könnt ihr euch dann diese Vorlage da holen. So, das ist meine Vorlage. Zuerst könnt ihr das Blümchen anmalen. Ihr könnt es bunt machen, dann sieht es nicht mehr ganz so aus wie ein Buschwindröschen, aber ihr könnt auch die Farbe vom Buschwindröschen nehmen und malt das einfach nur innen drin gelb. Dann wird das ausgeschnitten. Ich sag euch nochmal, beim Ausschneiden, gerade wenn hier so kleine Spitzen sind, ist es wichtig, dass ihr zuerst von der einen Seite einschneidet bis in die Spitze und dann von der anderen Seite. Also von dieser Seite einschneiden und dann von der anderen Seite in die Spitze. Dann wird es schön ordentlich und ihr habt nicht hier unten so ein Gewurstel und Gedrehe, dass man das hier ordentlich rausschneiden kann. Also, ich habe mein Buschwindröschen angemalt. Ich habe es ausgeschnitten. Und nun falten wir die Blätter nach innen. Denn in der Nacht, wenn es kalt wird, schließen sich die Blätter der meisten Blumen, um die Blüte zu schützen. Und wenn es dann am Morgen wieder warm wird und die Sonne scheint, öffnen sich die Blütenblätter. Und auch von meinem Buschwindröschen hier werden sich die Blütenblätter gleich wie von Zauberhand öffnen. Dazu braucht ihr des Weiteren eine Schüssel mit Wasser drin. Seht ihr das Wasser? So, da lege ich jetzt ganz vorsichtig mein Buschwindröschen rein. Und es öffnen sich die Blüten. Habt ihr das gesehen? Probiert es zu Hause aus. Wenn sich die Blüte geöffnet hat und ihr legt das Blümchen zu Hause nochmal wieder zum Trocknen und faltet es wieder, kann man das ein paar Mal machen. Das ging jetzt ratzfatz. Bastelt nach. Wir hören wieder voneinander. Tschüssi.